Jetzt habe ich David Madlena bei mir. David, du warst heute bei der Partie an der Seitenlinie, bei einer Bande als Backup-Goalie. Wie hast du die Partie aus deiner Sicht miterlebt? Ja, man hat gesehen, Bozen hat es uns sehr schwer gemacht. Die stehen sehr kompakt hinten. Aber wir haben Wege gefunden zum Toreschießen. Haben unglücklich dann den Ausgleich gekriegt, aber trotzdem dann noch einen Weg gefunden, um die Partie noch gewinnen und unsere Serie am Laufen zu halten. Ja. Wie erlebst du die Stimmung mit, ob du jetzt im Tor selbst stehst oder an der Bande, wie erlebst du die Stimmung? Ja, also wenn ich im Tor stehe, merke ich es nicht so viel, da habe ich die Konzentration eher auf mich, aber so, wenn ich jetzt eben wie heute Backup bin, dann höre ich das natürlich sehr gut und wenn die Fans voll hinter uns stehen, immer, das pusht natürlich die Mannschaft nochmal voll und das brauchen wir natürlich. Das hilft sehr viel, ja. Weil du sagst, es pusht und du konzentrierst dich, wenn du im Tor stehst. Jetzt haben wir ein Penaltyschießen gehabt. Was geht denn am Kopf von einem Goalie dann vor in dem Moment? Ja, ehrlich gesagt, eigentlich bei mir zum Beispiel jetzt nicht viel anders als wie unterm Spiel. Ich versuche mich einfach auf den Schützen und auf die Scheibe zu konzentrieren, dass ich sie irgendwie halte und dass wir dann das Spiel gewinnen können. Wie bist du zum Eishockey gekommen? Eigentlich durch meinen Vater. Der ist früher immer auf die VU-Spiele gegangen und da hat er mich immer mitgenommen und dann mit 6 Jahren habe ich dann angefangen zum Eishockey spielen, ja, durch ihn. Als nächster Gegner kommt Villach nach Klagenfurt. Wie bereitest du dich auf ein Spiel vor und speziell jetzt in Villach? Gibt es dann wieder etwas anderes, was du machst oder bleibst du bei dem, wie du dich vorbereitest? Na, also ich habe meine gewisse Routinen, wo ich am Spieltag mache, wie zum Beispiel eben, dass wir aufs Eis gehen, dann relaxe ich mich ein bisschen zurück von allem und dann ein bisschen über alles nachdenken, was so passieren könnte. Und aber anders wird es nicht. Natürlich ist die Stimmung sicher anders beim Derby. Das habe ich schon mitgekriegt, das ist unglaublich. Aber für mich selber bleibt es ganz beim Alten, ja. Na, sage ich Dankeschön, Gratulation zum Sieg und alles Gute für Sonntag. Danke, ja. Danke. Danke dir. Jetzt Martin Schönig bei mir. Martin, erst einmal Gratulation zum Sieg. Wie war die Partie aus deiner Sicht? Ja, ich glaube, wir haben ganz gut angefangen. Sind wir am Anfang des zweiten Drittels vielleicht ein bisschen zu lässig, wo wir 3-0 vorne waren. Haben ein deppertes Gegentor kassiert. Haben wir dann gleich wieder das 4-1 geschossen. Dann ein blödes 4-2 kassiert. Und ja, es ist schön gewesen, wenn wir das über die Zeit gekriegt hätten, aber 2 Punkte sind trotzdem 2 Punkte. Du sagst es gerade jetzt auch beim Penaltyschießen. Wie fühlt man sich dann als Spieler? Was geht da bei dir durch den Kopf? Ja, ich hoffe einfach, dass der Dubi seine 3 Penaltys holt hat und dass die Schützen seine klopfen. Mehr kannst du nicht durchgehen. Am Sonntag kommt Villach. Wirst du dich speziell darauf vorbereiten? Gibt es da irgendeine Routine, die du hast? Nein, ich glaube, ich bereite mich so wie für jede Partie vor. Ganz normal. Und ja, es ist halt eine 15:30 Partie. Das Mittagessen wird natürlich sehr früh ausfallen. Und ja, das war es eigentlich schon. Wunderbar, dann sage ich danke dir und alles Gute für Sonntag. Dankeschön.